Oh, ist das so. Das ist ja viel zu. Gut. Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Frau Minister. Auf 1,5 °C wollen Sie uns nun also einschwören mit dem vorliegenden IPCC-Bericht und dem vorläufigen vom BUND initiierten Rodungsstopp im Hambacher Forst. Dieser Wald, um den sich gerade die gesamte rot-grüne Welt zu drehen scheint, wurde 2016 zur Abholzung freigegeben von einer rot-grünen Landesregierung. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch für die Damen und Herren vom BUND habe ich einige Fragen. Sie berichten von mehreren Kisten an Unterlagen, die belegen, dass die Bechsteinfledermaus oder das große Mausohr im Hambacher Forst ihr Zuhause haben. Wurden diese Unterlagen eigentlich erst nach dem Regierungswechsel in NRW 2017 erstellt? Und wo wohnten diese Fledermäuse, als in Düsseldorf noch eine rot-grüne Regierung am Schalten und Walten und Roden war? Sind diese Fledermäuse vielleicht erst unter Schwarz-Gelb dahingezogen? Fragen über Fragen. Oder ist es vielleicht so, dass es weder den Melonenparteien noch dem BUND tatsächlich um Wald und Fledermäuse geht, sondern einzig darum, mit solchen ideologisierten Kampagnen ihre eigene Existenz zu rechtfertigen? Blicken wir einen Wald weiter nach Aachen. Dort kreischen die Kettensägen und holzen fleißig ab, um Windkraftanlagen zu errichten. Die liefern zwar viel weniger Strom als ein Braunkohlekraftwerk, töten dafür aber viel mehr Tiere, vor allem Vögel und Fledermäuse. Sehr gut. Oder auch nicht. Wir werden sehen, ob die Damen und Herren des BUND auch dort vor Gericht ziehen und einen Rodungsstopp erwirken. Ich denke nicht. Dabei sind in NRW durch bereits errichtete, in Bau und Planung befindliche Windkraftanlagen ca. 160 Hektar Wald betroffen. Und niemand hat dort nach der Bechsteinfledermaus oder dem großen Mausohr gesucht. Wir halten also fest, es gibt nicht nur guten Wald und schlechten Wald, es gibt auch gute und schlechte Fledermäuse. Beachtet man dann noch, dass alle Windkraftanlagen, die in allen Wäldern Deutschlands je errichtet wurden oder derzeit geplant sind, auch zusammen nicht annähernd an die Stromproduktion des Braunkohlekraftwerks Niederaußem heranreichen können, in dem die Verstromung der Hambacher Kohle stattfindet, dann erkennt man erst den gesamten Grad an Heuchelei hier drin. Das ist falsch. Ich erwarte Ihre Gegendarstellung. Hier 100 Hektar, an denen scheinbar die gesamte Artenvielfalt Deutschlands hängt, für Strom, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche verfügbar ist. Dort bis zu 2000 Hektar für ca. 2000 Windkraftanlagen, die, bei denen keiner nach Fledermäusen, Vögeln, Bäumen oder anderen Dingen fragt, für lächerlich niedrige Beiträge unzuverlässigen Schrottstroms. Das ist weder effizient noch ökologisch. Das ist ganz einfach verantwortungslose Politik im Namen der Windkraftlobby. Und wozu? Schauen wir mal kurz in den neuesten IPCC-Bericht, der vorgestern die Medien dominiert hat. Ein Bericht, der voll ist mit den wichtigsten Antworten auf die dringendsten Klimafragen für den Fortbestand der gesamten Menschheit. Richtig? Falsch. Die Handreichungen der zu behandelnden Punkte der letzten Tagung umfassen unter anderem Gender Mainstreaming. Ja, ein Rat, der vorgibt, die entscheidende Frage der Menschheit nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten, bemüht sich nicht, die besten und brillantesten Experten in Sachen Klima zu Wort kommen zu lassen, sondern danach, ob der Klimarat geschlechterparitätisch besetzt ist. Er fragt danach, wie man mehr Frauen dazu bringt, sich als Autoren einzubringen, unter anderem unter der Möglichkeit, die Arbeitslast zu reduzieren. Und so wurde ein Arbeitskreis gebildet, der darauf hinwirkt, im IPCC Geschlechtergleichheit herzustellen und geschlechtsspezifische Themen innerhalb des IPCC anzusprechen. Sie sehen, meine Damen und Herren, Sie haben es mit seriöser Wissenschaft zu tun. Tag und Nacht arbeitet der IPCC an den elementaren Fragen der Zukunft der Menschheit, wie zum Beispiel Gender. Aber immerhin, in einem haben die Damen und Herren des IPCC noch ihren Verstand beisammen. Die kennen nämlich nur zwei Geschlechter. Zu guter Letzt noch ein Blick zu einem neuen sogenannten Treibhausgas, dem NOx. Diesem wird im neuesten Bericht eine Schlüsselrolle, global und national, im Klimawandel zugeschrieben. Da folgt natürlich gleich eine Frage. Die NOx-Emissionen in Deutschland sind von 1990 bis 2016 um 60% gesunken. Selbst der ADC hat es geschrieben. Und wo finde ich diesen Effekt des massiven NOx-Einsparens in Deutschland in den Klimaaufzeichnungen, wenn NOx angeblich die Bedeutung hat, die ihm zugeschrieben wird? Nirgends.
Generell stellt sich angesichts von 100 Milliarden Euro, die für ökopopulistisches Klima-Voodoo zwangsumverteilt wurden, die Frage, wo ist ein einziger beobachtbarer Effekt, dass die Aktionen Wirkung zeigen? Es gibt ihn nicht. Nach über 20 Jahren Forschung, dem Vergeuden von zig Milliarden D-Mark und Euro, haben Sie kein Ergebnis vorzuweisen. Kein noch so kleines Jota an Daten, die einen mikroskopisch kleinen Rückgang an CO2 oder der Temperatur als Lohn der Mühen und der Belastungen der Bevölkerungen aufzeigen. Nichts. Der Klimakaiser ist nackt und arm und Fledermäuse, Vögel und Bäume werden zu Tausenden auf seinem Altar des Klima-Voodoo geopfert. Hören Sie auf damit, unsere Natur und unseren Wirtschaftsstandort Deutschland zu gefährden und begeben Sie sich auf den Boden seriöser Wissenschaft. Unser Land braucht endlich wieder sachorientierte Politik und keine rot-grünen Halsversprechungen und Erlösersekten. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Klaus Mintrop für die SPD-Fraktion.